Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zum besten Wetter, was dieses Spiel zu bieten hat. Ja, Monsunregen sind wieder angesagt. Wir sind wieder im alten Dorf und das heißt Regen, Regen, Regenwald. Denn da sind wir auch. Und ich muss mal kurz nach der Anmod rekapitulieren, was wir eigentlich jetzt hier machen wollten. Ich wollte, glaube ich, eine Sammelhütte bauen oder sowas. Keine Ahnung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. Ja, für die Sammelhütte brauchen wir 3 Bambus, 8 Äste und 5 Ranken. Dann machen wir das doch mal. Ich habe gerade unzerstörbaren Bambus gefunden. Den kann man nicht abbauen. Ich frage mich gerade, wieso nicht. Verstehe ich nicht. Ach so. Boah, ich habe einen Bug in dem Spiel gefunden, ja. Bei mir ändert der alle paar Minuten einfach so das Werkzeug. Und ich habe jetzt mit dem Hammer draufgehauen, statt mit der Axt. Das macht der einfach so randommäßig. Ich mache wirklich nichts. Ich bin die ganze Zeit auf der Axt und hacke Holz und plötzlich habe ich den Hammer in der Hand. Und wenn man das nicht gleich merkt, dann haut man da ein paar Mal mit dem Hammer drauf und fragt sich, warum man das nicht abbauen kann. Das ist dumm. Okay, ich setze jetzt hier einfach nochmal einen zweiten Sammler hin. Sammlerhütte. Was kann der alles sammeln? Eigentlich alles. Ja, das sieht doch okay aus. Ah, wir haben kein gelbes Gras mehr im Lager. Das ist natürlich doof. Dann muss ich was pflücken gehen. So, Sammlerhütte steht. Jetzt können wir noch schnell das Totem austauschen. Gegen ein Holztotem. Sagen hier Dorflager. Und wählen die Produktion auf große Blätter. So, und da wird er mir bestimmt jetzt sagen, dass das Dorflager... Ja, wir brauchen dann noch einen neuen, der da drin arbeitet. So, nee, Quatsch. Nee, warte mal. Wir machen mal... Lagerhütte 1. Lagerhütte 1 ist damit dann... Ja, verstehe. Wo können wir noch einen abziehen? Oder wir holen uns erstmal... Komm, wir holen uns jetzt erstmal die uns der Späher da gesagt hat, die am Strand unten rumchillen. Ich werde mich aber ganz kurz nochmal schlafen gehen, weil ich habe keine Lust, dass wir ständig nur nachts spielen. Wir haben irgendwie so einen komischen Rhythmus jetzt drin. Darum gehen wir mal lieber morgens... Gut, jetzt ist es auch dunkel. Es ist noch sehr früh am Morgen. Aber es wird gleich hell. Hoffe ich. So, ganz kurz nochmal in den Stamm reingucken. Wir haben 22 Arbeiter und 24 Schlafplätze. Das heißt, wir können 2 aufnehmen. Ich nehme jetzt einfach 3 auf und baue noch eine mittlere oder eine kleine Schlafhütte. Ja, folge uns bitte. Du bitte auch. Ja, danke schön. Der nochmal Danke sagt. Danke! Danke! Geil. Sehr schön. Haben wir jetzt einen ohne Schlafplatz. Jetzt werde ich auch gleich nochmal in die Lagerbestände, in die Lagerhütte 1 werden wir noch einen einführen. So, zack. Damit wir einfach da mit der Produktion jetzt wieder am Start sind. Wir haben keine Axt mehr in der Holzfäller Hütte 2. Wir haben auch nur noch ein Messer. Wir haben noch 2 Hämmer. Okay, lass mal jetzt erstmal Messer herstellen, weil Messer sind wichtig. Und danach Äxte. Sonst sind wir da out of Werkzeug. Das wäre nicht so gut. Oh, ganz oben rechts hier über mir. Da sieht das auch nochmal. 25 von 24 Leuten. Also die einer hat halt keinen Schlafplatz. Aber das werden wir gleich ändern. Was bauen wir denn für die Schläferhütte? Bambus und Ranken, natürlich. Wie viel Ton habe ich noch dabei? 8. Nee, das reicht nicht. Also in der Schlafhütte 2 kriegen wir ja mehr Leute rein, aber da brauchen wir Ton für. Und den habe ich hier einfach nicht. Könnt ihr den jetzt von dem anderen Stamm exportieren lassen? Könnte ich machen eigentlich. Komm, wir machen das jetzt mal. Marktplätze, Ressourcen, Ton. Zack. 27, lol. Gib mir mal alles, was du hast.
Und ich möchte bitte... Ja, die Töpferhütte sammelt schon. Okay. Gut. Hat er gemacht. Okay. Wir waren gerade kurz vor 100%. Sehr gut. Dann können wir auch eine Schlafhütte 2 bauen. Glaube ich. Hoffe ich. Baue ich die einfach mal hier oben hin? Ich glaube, ich baue die mal hier oben hin. So. Große Schlafhütte. Mit der großen Schlafhütte brauchen wir noch Ranken für. Die haben wir eigentlich gleich hier unten. Große Blätter auch immer sehr wichtig. Im Bau solcher Hütten. Hier haben wir noch gelbes Gras und große Blätter. So, sehr schön. Mittelgroße Schlafhütte. Haben wir noch genug Holz? Könnte sein. Sieht gut aus. Vor allem, die braucht nicht so viel Bambus, habe ich den Eindruck. Also, bei der Sammlerhütte haben wir ja echt viel Bambus gespammt. Also, das ging ja auf keine Kuhhaut. So, jetzt müssen wir die Trailerhütte abfahren mit dem Ton. Was heißt denn das auf Deutsch? Die Markthütte. Markthütte? Ja, ich glaube. Der Marktplatz. Ach, der Marktplatz. Stimmt. So, gib mir einmal all dein Zeug hier, Alter. Der hat ja super viel Zeug drin. Das können wir alles nochmal in die Dings hauen. Also im Vergleich zu dem anderen Dorf sind hier die Ressourcen eigentlich ziemlich nah überall. Also die leben hier schon im Überfluss, muss man dazu sagen. Also hier ist ja alles wirklich nah beieinander. Ranken, große Blätter, gelbes Gras, alles Mögliche. Also hier geht ziemlich schnell was zu bauen. Auch wenn man alle Ressourcen per Hand abfarmen muss. So, ich glaube, der Ton hat gereicht. Nice. So, das war's auch schon. Zack. Große Schläferhütte oder mittelgroße Schläferhütte. Jetzt haben wir wie viele Plätze? Wir haben 23 Arbeiter. 2 sind untätig und 29 Schlafplätze. Ja, nice. So. In dem zweiten Dorf haben wir jetzt keine Speere mehr. Mach mal Speere bitte. Oh, warte mal. Irgendwas haben sie jetzt nicht gehabt für Speere. Keine Ranken. Ja, dann liefer hier mal bitte Ranken. Wo sind denn Ranken? Danke, hier. Ja. 57, das sollte reichen. So, und ich überlege, ob ich halt noch eine Sammlerhütte baue, die nur Ranken sammelt. Damit wir eigentlich ständig große Blätter und Ranken transferieren können. Sammlerhütte. 8 Äste. Haben wir hier oben irgendwo einen Ast vorkommen? Können wir hier irgendwo Äste sammeln? Gibt es hier Äste? Ist halt noch super viel Platz für ein Dorf. Und noch eins. Nee, komm, ich hole aus dem Lager Äste. Ich glaube, die gibt es hier oben nicht. Die Äste, die gibt es nur da unten. Wird auch die Sammlerhütte bestimmt gleich anzeigen, dass man hier keine Äste sammeln kann, hier oben. Aber dafür große Blätter. Oder Ranken. Irgendwas von beiden. So, Äste 62. Alter, wie viele Speere haben wir? Stellen wir gerade hier Speere her? Ja. Lass mal nicht mehr machen. Achso, doch. Hier unten ja schon, weil der hat 0. Aber hier oben 14 einfach. Was brauchen wir hier oben? Theoretisch Messer wieder. Messer. Und lass mal im Marktplatz jetzt hier grobe Speere liefern. Grober Speer. Ja, lass mal 5 hier und den Rest liefern mal dahin. Dann brauchen wir hier beim zweiten Dorf keine Speere mehr herzustellen, sondern mach mal weiter mit Messer, bitte.
nächste ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Holz brauchen wir da erstmal nicht. Ja. So, nächste Sammlerhütte. Boah, jetzt wird so hart auf Progress gemacht hier. Jetzt brauchen wir Holz wieder. Schön, kann ich hier hacken? Ach, meine Axt ist kaputt. Das ist suboptimal. Optimal, würde ich schon sagen. Genau, ist optimal. Axt kaputt. Aber ich glaube, ich brauche nur für den Boden hier ein bisschen Holz. Ich glaube, für die Möbel, die nachher reinkommen, ein bisschen Holz. Das sollte reichen. Spannender wird es beim Bambus. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil wir ja wirklich echt viel für die Sammlerhütte an Bambus brauchen. Das hier ist ja nur das Grundgerüst. Da wird ja gleich noch sehr, sehr viel Bambus draufgelegt. Da geht es nämlich schon los. Und wir haben noch 14 Bambus. Das wird nicht reichen. Ich sag's euch, das reicht nicht. Wir haben hier keine extra auf Lager. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir Bambus auf Lager haben. So, ein Totem habe ich noch. So, Lagerhütte 1 natürlich. Und ihr sammelt mal bitte große Blätter, Digi. Achso, einen müssen wir noch einstellen. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben jetzt hier unten zwei Sammlerhütten. Beide sammeln große Blätter. Das ist falsch. Hier sammelt Ranken bitte. Hier haben wir keine Axt, keine Hacke mehr. So, was ist jetzt mit der Werkzeugmacherhütte? Die braucht jetzt erstmal, die stellt jetzt erstmal Hacken her. Ja. Okay. Ihr habt erst drei Messer, macht mal noch ein paar Messer. Ist besser so. Wir können jetzt sagen, passt auf, jetzt wird es interessant. Jetzt können wir nämlich beim Marktplatz sagen, große Blätter und Ranken. Es sollen immer große Blätter und Ranken sollen geliefert werden zum Marktplatz 2. Ja. Das haben wir jetzt ja sichergestellt, indem wir jetzt hier drei Sammlerhütten haben. Eine nutzen wir jetzt nur dafür, dass wir gucken, haben die alle noch genug Werkzeug und sowas, brauchen wir vielleicht ein paar Steine, bla bla bla, gelbes Gras und so, ihr kennt den Spaß. So, und die eine Werkzeughütte, die nutzen wir jetzt nur, große Blätter sammeln. Und die hier sammelt nur Ranken. Und damit liefern wir an Marktplatz 2 das, was es in der Wüste einfach nicht gibt. Immer. Und so produzieren wir ein Schneeballsystem, wenn wir jetzt theoretisch Dorf 3 annektieren. So, ne? Dann stellen wir so viele Leute Marktplatz 2 ein und die liefern auch nur zu Marktplatz 3, den wir ja dann bauen werden. Und dann liefern die vom Marktplatz 2 große Blätter, Ranken, Ton und göttlichen Sand. Und das die ganze Zeit. An Marktplatz 3. Also das, was wir im Marktplatz 3 an dem Spot nicht haben, liefern wir immer wieder. Also es wird vom Marktplatz 1, werden dann die Blätter und die Ranken zum Marktplatz 2 geliefert und der liefert zum Marktplatz 3. Immer so weiter. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den man machen sollte in diesem Spiel. Um safe zu gehen, dass man eine funktionierende Eco hat. An jedem Spot. Wir haben wieder null untätige Stammesangehörige. Ich werde hier gleich nochmal den Speer beauftragen. Ich werde mir hier noch ein paar spotten. Ein paar Leute. Dass wir vielleicht die Schlafhütten vollkriegen, die wir jetzt haben. Wenn wir jetzt, pass auf, jetzt gucke ich mal. Wir haben 29 Plätze, 25 Arbeiter. Das heißt, wir haben 4 freie Plätze. Und wenn wir jetzt noch 3 Leute hinzuholen, dürfte das nicht zu viel sein. Dann hätten wir theoretisch noch einen freien Platz. Ja, gib mir neue Bewerber. Wo sind die? Wir gucken gleich mal auf der Map. Ach, da oben. Da oben. War ich da schon mal? Weiß ich gar nicht.
Wir gehen mal hin. Kann sein, dass ich da noch nicht war und dass wir da vielleicht nochmal so einen Schein finden, wo wir unsere Ressourcen verbessern können. Aber wir können jetzt auch erstmal schlafen gehen. Wir müssen auch schlafen gehen, damit wir diesen Rhythmus endlich loswerden. Dass wir immer nachts arbeiten hier. Ich will Licht. Ich will Sonnenschein. Kein Regen mehr. Hör auf zu regnen. Ja, jetzt müssen wir gleich was trinken. Aber Sonnenschein und kein Regen mehr. Geil, sehr gut. Danke. Danke. Sehr gut. Top. Jetzt könnten wir eigentlich überlegen, jetzt sind wir eigentlich im ersten Dorf durch. Mit Sachen. Können wir eigentlich nach Lager sortieren hier irgendwie? Können wir irgendwie sortieren? Ach man. Das Problem ist jetzt nämlich, dass ich neue Hütten gebaut habe. Und zwar zwei neue, die jetzt in der Lagerhütte 1 liefern. Und die sind jetzt ganz unten. Jetzt habe ich nicht mehr diesen schönen Cut zwischen den Dörfern. Das wünsche ich mir noch von dem Spiel. Aber ich habe irgendwie gehört, dass die Betreiber oder die Entwickler des Spiels pleite gegangen sind. Irgendwas habe ich gehört. Das ist natürlich sehr schade. Also voraussichtlich gibt es hier keinen Update mehr. Upgrade, lol. So. Diese Sammlerhütte sammelt jetzt mal blauen Stein, weil das brauchen wir für Werkzeuge. Wozu brauchen die ein Messer, um blauen Stein abzubauen? Naja, ist egal. Wir haben einfach 114 Food hier. Krass. Da würde ich mir auf jeden Fall was mitnehmen. Wie viel Food haben wir auf der... haben wir auch 65. Ja, das lohnt sich nicht, was mitzunehmen. Ja, so langsam haben wir es wieder unter Kontrolle. Wird ja was hier. Werkzeugmacherhütte. Mach mal... Ja, nee, bleib mal beim Messern. Du brauchst so viel Messer gerade. Bleib mal beim Messer. So, na dann nutzen wir doch mal die Schnellreise. Alter, da. Sehr gut. Erst in der letzten Folge entdeckt, aber mega gut. Schnellreise. Mega, mega gut. Jetzt sind wir wieder im zweiten Dorf. Und ich guck mal, wie viel Leder ich habe. Ich glaube, ich brauchte Leder für diese Spreng-Sache, die ich da hinten machen sollte. Wir haben einfach kein Leder. Machen wir gerade Food mit der Jägerhütte? Ja. Achso. Mit der einen machen wir Food, mit der anderen machen wir Knochen. Dann machen wir hier bitte Leder. Aber ich habe noch ein bisschen Leder im Inventar. Ich werde jetzt einfach mal rübergehen. Und mal gucken, was ich da jetzt bauen kann. Ton nehme ich mal noch mit. Er hat schon wieder die Waffe gewechselt. Einfach so. Das muss ein Bug sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn hat, dass ich einfach so die Waffe wechsle. Hier sind auch super viele Büsche mit Ästen. Ne? Eigentlich könnte man auch mit der Schnellreise mal hin und her springen, wenn man irgendwo gerade ein Gebäude baut. Das Einzige ist halt, wir machen, also mit der Schnellreise kommen wir natürlich sehr schnell ins Dorf 2. Ins Dorf 1 nicht so schnell. Weil da die Höhle ein bisschen weiter weg liegt von den Orten, wo wir gebaut haben und die Werkzeughütten und sowas haben. Gucken wir mal, dass wir im dritten Dorf auch vielleicht nah an dem Altar bauen können. Oh, Ton und Leder, ja. Jetzt brauchen wir sehr viel Ton. Haben wir vielleicht hier noch in der Nähe... Ach so, doch, wir haben noch in der Nähe Ton. Ein bisschen was habe ich auch noch auf meiner Hacke an live. Dann könnten wir hier ein bisschen Ton abbauen gleich. Und das war's mit der Hacke. Okay. Gucken wir mal, ob das mit dem Ton reicht, aber ich glaube nicht. Ach, das ist nur eine Hälfte. Lol, wenn wir hier viel Scheiß haben, ey. Okay, naja, dann machen wir Trick 17. Die Schnellreise. Ey, das hätte mir viel früher auffallen sollen, dass man das machen kann. Ich hätte mir so viel Zeit ersparen können. Naja, egal. Also die Haltbarkeit von der Hacke ist ganz schön limitiert, sag ich mal. Also wenn man hier so ein paar Dinger weghackt an Ton, dann... Also
Ich sag mal so, 8 solche Dinger hier und dann ist die Hacke, down. Was wir auch noch machen müssten, ist einfach noch diese Wüste weiter erkunden. Weil ich vermute, dass wir da noch irgendwo einen Altar finden, mit dem wir dann Sachen schneller abbauen. Oder, also, beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Hier, diese Dinger hier, warte. Das hier. Ich glaube, dass wir das noch finden könnten. Oh, da ist ja eine richtige Figur, die wir daraus basteln. Ja, nice. Jetzt bauen wir hier Ranke. Ranke, Ranke. Ton, Ranke, Ranke. Okay, okay. Also wir brauchen Ranken. Okay, jetzt müssen wir hier alles füllen mit göttlichen Sand. Okay. Okay, dann machen wir das mal. So, wir haben jetzt genug göttlichen Sand. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich da noch dran bauen soll. Also würde ich jetzt mal sagen, wir sind kurz vor der Sprengung. Und das wäre nice. Wenn wir das dieses Video noch hinbekommen, das gesprengt wird, nice. Sehr gut. Hier was rein, da was rein. Und, komm schon. Da was rein. Oh, 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 Sprengung. Oh, nice. Sehr, sehr nice. Das hat geknallt. Jetzt können wir hier durch. Wir können hier durch, krass. Oh mein Gott. Finde einen neuen Stamm. Neue Quest. Oh hier, das könnten wir abbauen. Oh, das machen wir, glaube ich, noch. Also, ich werde im nächsten Video auf jeden Fall noch das erforschen, dass wir die Spitzhacke bauen können. Damit wir hier gleich nochmal Ressourcen abbauen. Und dann gehen wir rüber. Dann gehen wir rüber in das nördliche Land. Hier hoch. Sehr, sehr geil. Aber ich würde sagen, dafür war es jetzt erstmal mit dieser Folge. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Eco nochmal richtig schön hochgezogen und es geschafft, die Sprengung durchzuführen. Wir haben neue Dorfbewohner. Auf jeden Fall cooles, spektakuläres Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht und kommentiert das Video, das pusht den Algorithmus. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao!